Dann haben wir die Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Das ist Tagesordnungspunkt 30. Wer den Beschlussempfehlungen seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, FDP. Überhaupt keiner dagegen. Dann ist dies einstimmig so erledigt. Dann haben wir noch ein paar Beschlussempfehlungen. Top 25, Schlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr usw. betreffend gute Arbeit am Frankfurter Flughafen, 1942/1947. Die Berichterstattung werden allesamt verzichtet. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen, SPD, Enthaltungen, DIE LINKE, damit mit dieser Mehrheit beschlossen. 26, Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Flughafen Frankfurt und Rhein-Air. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die FDP. Diese Mehrheit beschlossen. 27, Beschlussempfehlung und Bericht. Ausschuss für Wirtschaft, Energie usw. So Antrag der Fraktion DIE LINKE. Keine Rabatte für Billigflieger am Frankfurter Flughafen. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Diese Mehrheit beschlossen. Und 28, Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses Wirtschaft, Energie, Verkehr usw. So Antrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Entgeltordnung am Flughafen Frankfurt-Main. Muss rechtlichen Anforderungen genügen. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die FDP, DIE LINKE. Damit mit dieser Mehrheit beschlossen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Plenarsitzung. Morgen ist die letzte Plenarsitzung vor Weihnachten. Sind Sie so lieb, kommen Sie wieder. Wird noch einmal schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Abend. Die Sitzung ist geschlossen.